sind wir, die Christine und ich, und sie ist eine ganz fantastische Boho- und Vintage-Floristin. Ja, ich habe sie gefunden online und seither stalke ich. Ich gebe es ja zu. Ich habe mich in den Laden verliebt. Wirklich? Ja? Ich habe mich in den Laden verliebt. So muss es sein. Dankeschön, ja. Das ist das Ziel. Ja. Ganz meinen Geschmack getroffen. Sehr schön. Wir schweifen ab. Ja, zurück. Naja, du sag mal, also man hört ja Vintage in den letzten Jahren unheimlich oft und überall, aber was ist das genau, was macht Vintage aus? Wir haben vorher ein bisschen über Boho schon gesprochen. Ja, und was ist da jetzt Vintage im Vergleich? Ich persönlich muss sagen, ich fände es ganz arg schlimm, dass wir es geschafft haben, in dieser Hochzeitsbranche das Vintage so abzustempeln. Mhm. Wenn ich Vintage sag, dann denkt die Braut, jawohl, Jute. Jute, kleine Gläser, ja, so überall Spitze. Ja. Das stimmt gar nicht. Wenn man mal überlegt, wo dieser Begriff Vintage herkommt, das bedeutet ja einfach nur, dass du dir irgendeine Zeitepoche ausgesucht hast, die dir super gefällt und diese möchtest du einfach wieder aufleben lassen. Mhm. Also das muss nicht Jute und Spitze und kleine Gläschen sein und nur rosa und so wie man es halt überall kennt, ja. Überall Holz und Holzscheiben. Du kannst jede Epoche nehmen. Das ist eigentlich Vintage. Ich würde mich super freuen, wenn ich mal so diese goldenen 20er, wenn mal hier einer reinkommt und sagt, so bitte, ich will Vintage heiraten, die goldenen 20er, das ist mein Thema. Ich so, super, egal wo ihr herkommt, ich fahre auch nach Hamburg hoch, ich bin dabei. Ich würde es super finden, wirklich. Einfach vom Stil her, ja. Wir haben es geschafft, Vintage heißt eigentlich, oder du als Fotografin weißt du auch. Ja. Man hat es dann sofort im Kopf. Genau, man hat es einfach abgestempelt. Vielleicht schaffen wir es, dass wir wieder ein bisschen davon wegkommen. Mhm. Aber ja, gerade das Moderne ist ein bisschen wieder am Weggehen, weil die Freunde auch alle sagen, oh, ich würde nicht wie jeder. Das ist so dieses 0815 mittlerweile geworden. Mhm. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Ich sage auch allen meinen Bräuten, ihr müsst nicht immer Jute und alles, ihr könnt so und so und so. Und viele sind auch aufgeschlossen, weil es auch viele gar nicht wissen. Die denken Vintage und okay, das muss so und so. Nee. Ist gar nicht, ne? Ist halt aber auch das, was man unheimlich viel zu sehen bekommt in den Magazinen, online und so. Ja. Von daher, ich glaube, das kommt daher, weil halt nichts anderes gezeigt. Genau, ja. Und das ist das, wo ich sage, oh, eigentlich ist fast schon eine Marktlücke, kann man sagen, ja? Dass man diese anderen Zeiten einfach aufleben lässt, auch in der Floristik, das funktioniert super. Ja, ja. Aber wir sollten nur kreativ sein. Ja, wir brauchen nur ein kreatives Brautpaar noch. Finden wir. Ja, stimmt. Also liebe Brautpaare, wenn ihr in den goldenen 20ern, wir begleiten euch gerne. Super. Voll gut. Ich danke dir. Gleich geht es dann weiter mit den nächsten Videos. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ich hoffe, es war informativ und hinterlasst uns doch einen Kommentar, ob ihr denn schon entschieden habt, welcher Stil eure Hochzeit haben soll. Und wenn es die goldenen 20er sind, melden. Ja, bitte melden. Also dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns und dann tschüss. Girl, I know a place where the green grass grows in sunny embrace and we can get away.